Willkommen zurück zu The Cat Lady. Susan Ashworth ist wieder daheim, entkommen vom gruseligen Doktor, der zuletzt getötet wurde. Und jetzt hat Susan Hunger, Durst, möchte keine Angst mehr zu Hause haben und wir versuchen, es ihr so gut wie möglich gehen zu lassen. Kapier das hier noch nicht ganz mit dem Mach Kaffee. Ich brauche eine leere Tasse. Wo kriege ich denn meine leere Tasse her? Muss ich die vielleicht aus einem anderen Schrank holen oder so? Ist da nichts drinne gewesen? Nee, ich sehe auch gar keine. Ja. Ja, dann muss ich nochmal weggehen. Vielleicht finden wir woanders eine Tasse. Ich meine, Zigarette können sie auch so rauchen, ne? Ja. Warte mal, lass mir mal rübergehen hier. Ja. Schalter, ein. Schrank. Ist hier vielleicht eine Tasse? Ja. Ja. Keine Tasse. Finde ich denn mal eine? Im Gästezimmer? Nee, ne? Schlafzimmer? Hat sie die Tasse da mitgenommen? Die schließe ich mal wieder hier die Tür. Licht mache ich mal an. Es ist nicht so gruselig hier. Nee. Haben wir im Inventar eine Tasse? Katzenfutter, Streichelzerhut, Volleyball. Hä? Ich meine, normalerweise müsste die ja auch im Schrank sein, aber ich habe da jetzt keine gesehen oder bin ich blind? Bin ich wieder blind? Mach mal hier das Licht. Nee, scheiß drauf, lass das Licht einfach an. Tasse, trinken, hallo. Mach mal die Badezimmertür zu. Genau. Der Lichtschalter hier eigentlich an? Ja. Tasse. Vielleicht auf dem Balkon? Da war doch nichts. Guck noch mal in den Schrank. Das wird mir doch auch angezeigt werden. I should make a coffee first. Ja. Pff. Ja, dafür braucht sie aber eine Tasse. Das ist ja der Witz. Dann rauch mal eine. Ich rauche selten in der Wohnung. Ich hatte eine im Schlafzimmer, bevor ich diese Tabletten nahm. Aber ehrlich, ich mag den Geruch von Zigaretten drinnen nicht. Ich rauche normalerweise auf dem Balkon. Nicht hier. Gut, dann gehen wir jetzt auf den Balkon. Auch wenn ich ihr erstmal lieber einen Kaffee gemacht hätte, aber ich kapiere es halt echt gerade mit der Tasse nicht. Katzenfutter benutzen. Ich muss es erst in die Schüssel tun. Kannst du das, genau, kannst du das nicht auch machen? Vielleicht können wir noch anderes hier machen in der Küche. Ja. Kannst du eine Schüssel nehmen? Vielleicht kommt das auch erst. Ach, nimm mal den Korken. I don't need it right now. Den Korkenzieher will sie auch nicht. Das will sie auch nicht. I should make a coffee first. Ja, ich kann hier auch nichts sonst machen. Ich finde die Tasse nur einfach nicht. Ist sie hier drinne gewesen oder benutze Milch? I need a mug of coffee. Ja, ich würde dir gerne einen Kaffee machen, aber. Moment mal, Leute. Ich muss mich mal eben um meine Katze kümmern. Ach, da bin ich wieder. Entschuldigung, aber meine Katze hat so ganz komisch miaut gerade und da habe ich mir kurz Sorgen gemacht. Was wollte ich jetzt zuletzt? Ach ja, ich wollte auf den Balkon gehen und ja. Weil Tasse und so geht's. Funktioniert ja anscheinend nicht. Ja, Schrank ist ja nix. Briefe, Zeitschrift, Weingläser. Nix mit
dem anderen. Vielleicht soll sie ja auch erstmal raus. Machen wir mal, versuchen wir es mal. Balkontür, geh hinein. Wäscheeck. Tasse, tatsächlich. Hey, wir haben unsere Tasse. Das ist ja toll. Was haben wir hier untersuchen? Ich habe hier meine Wäsche zum Trocknen aufgehangen, wenn das Wetter gut war. Jetzt ist es kaputt wie alles andere in dieser Wohnung. Schüsseln. Und die brauchen wir natürlich auch. Die sind für meine Katzen. Ich stelle immer Futter für sie raus, wenn sie da sind. Kannst du denen das einfach schon mal geben, wenn die schon mal hier sind? Ich stelle das Futter später raus, wenn die Katzen hier sind. Okay. Gut, dann haben wir jetzt unsere Tasse. Also so hat sie hier zuletzt einfach nämlich stehen gelassen. Aber es ist auch ein bisschen so ein deprimierendes Wohnhaus, muss ich sagen. Also kein schöner Ausblick. Wenn man sowieso dann schon so Depressionen hat, dann ja, ist es bestimmt nicht gerade förderlich, so zu wohnen. Aber wir haben unsere Tasse. So, warte mal. Warte, ja, ich brauche eine Tasse. Lass mich mal hier wieder zurück. So, jetzt. War ein bisschen kompliziert hier mit dem Inventar manchmal. Das ist meine Lieblingstasse. Ich nutze nie andere Tassen, das merkt man. Was mache ich, wenn sie kaputt geht? Wahrscheinlich trinke ich dann keinen Kaffee mehr. Ja, das wird sein. Tasse. Kannst du die mal einfach da hinstellen? Oder auch nicht? Okay. Dann nicht. Dann mach's wieder kompliziert durchs Inventar. Das ist auch schön. Ja, und auch schön, dass es immer wieder von vorne anfängt. Sowas macht mich kirre. Mach Kaffee. Hat sie die Tasse jetzt automatisch benutzt, ja? Fast fertig, aber ich trinke meinen Kaffee nicht schwarz, ja. Komm her hier. Öffnen. Nutze Milch. Hervorragend. Aus deiner Lieblingstasse, Susan. Oh, for God's sake. This milk's off. It's completely ruined my coffee. Why does shit like this always happen to me? Why does shit like this always happen to me? Ja. Davon wäre dann den komischen Kaffeewasser kam. I think I had some coffee whitener somewhere. Ja, jetzt geht's ihr wieder blöd. Das ändern wir aber, indem wir hier Kaffee. I should make a coffee first. Achso, ich muss es erstmal machen. Okay. Nochmal der ganze Kram von vorn. Mach Kaffee. Ich sollte erst Wasser kochen. Fülle. Wie kompliziert das ist, gerade so einen Kaffee zu machen, ey. Dauert voll lange. Jetzt haben wir... Mach Kaffee. Achso, schalte ein. Wenigstens haben wir die Tasse endlich gefunden. Sie darf keinen Nervenzusammenbruch kriegen. Das ist echt scheiße. Aber wie soll man das auch vorher wissen? Ich meine, natürlich nimmt man erstmal die Milch. Das ist eine perfekte Tasse Kaffee. Na, endlich. Wunderbar. Haben wir es geschafft. Und warum geht es ihr dann jetzt nicht besser? Warum ist die Leiste nicht höher gegangen? Kaffee mit Milch. Ach so, trinken. Alles klar. Super. Schön mit der Schrift vor der Nase. Es schmeckt toll. Nur mit einer Zigarette schmeckt es noch besser. Ja, habe ich mir fast gedacht. Dann gehen wir mal raus. Ah, du hast Zigaretten, aber du hast gar kein Feuer, ne? Das ist bestimmt unser nächstes Problem. Doch, Streichhölzer. Okay, hatten wir schon. Okay, sehr schön. Da, super. Bitte keinen Nervenzusammenbruch kriegen. Kannst du eigentlich Klavier jetzt spielen? Spiel mal. Jetzt nicht. Okay, du willst erstmal unbedingt deine Zigarette mit deiner Tasse Kaffee. Alles klar. Balkontür. It's this damn bird again. Go away! Shoo! Oh oh. Schon wieder die Leiste. Schlimmer geworden. Passiert jetzt was? Passiert jetzt was? Bitte nicht.
Hier, komm, Zigarette, rauchen. Dieser Vogel starrt mich mit seinen bösen Augen an. Könnte es derselbe Vogel sein, den ich in den Wäldern sah? Ich muss ihn loswerden, ich kann mich nicht entspannen, solange er hier ist. Ja, dann nimm den blöden Ball. Benutzen. Ich habe nie Volleyball gespielt, fange jetzt sicherlich nicht damit an. Nee, aber... Du kannst doch... Kusch mal, kusch dich weg, du Vogel. Hier. Was kann ich denn da mal machen? Vielleicht mit den Katzen? Meine Katze, ey. Mit den Katzen und meine Katze im Hintergrund. Miau, miau, miau. Aber so richtig komisch. Das sind für meine Katzen, ja. Warum bewirft sie den jetzt nicht? Oder mit dem Hut? Ich würde schrecklich daran aussehen. Okay. Die Katzen könnten den Vogel doch verjagen, aber der Ball wäre doch noch besser gerade. Soll sie Klavier spielen und den damit verjagen, oder wie? Und dann setzt er sich da hin. Na, dann benutzt den doch so. Ah, geht doch. Hä? Was wird das denn jetzt? Am Wäscheeck. Wäschereck. Wäschereck. Da habe ich jetzt den Ball benutzt. Und das wird so. Ach so, dann kann ich den Hut noch aufsetzen. Und dann sieht das aus wie so eine selbstgebastelte Vogelscheuche oder was. Ja, das bringt's ja. Trink mal deinen Kaffee jetzt. Dieser Vogel starrt mich mit seinen bösen Augen an. Könntest du selber? Ja, okay. Sie kann sich einfach nicht entspannen. Was kann ich denn dann noch machen? Können wir vielleicht drinnen noch was holen? So einen Mantel oder so? Irgendwas... Vielleicht von ihren Klamotten. Von ihren Klamotten, aber ja doch, weil da vorne war gar nichts beim Eingangsbereich, glaube ich. Vielleicht drinnen im Schlafzimmer irgendwas, was wir dieser Puppe noch anziehen könnten. Ich habe ein bisschen Schiss wegen der roten Leiste, muss ich sagen. Können wir da reingehen ins Gästezimmer? Nee. Schlafzimmertür. Öffne mal. Ist schon offen, okay. Dann geh mal rein. Geh mal, guck mal da in den Schrank. Vielleicht finden wir da ja noch was. Untersuchen. Und noch ein paar Klamottenschuhe, davon brauche ich nichts. Ja, das ist doof. Wir müssen noch irgendwas finden. Katzenuhr. Untersuche. An irgendeinem Punkt in meinem Leben muss ich gedacht haben, dass ich die Leere mit Katzenkram füllen könnte. Manchmal glaube ich, dass es eigentlich diese Uhr ist, die mich wach hält mit ihrem ständigen Vor- und Zurückgewackel. Aber ich hatte nie den Mut, sie loszuwerden. Stell den Wecker. Warum sollte ich das tun? Es ist ja nicht so, als ob ich einen Job hätte, wo ich hin müsste oder jedem treffen würde. Zeit hat keine Bedeutung mehr für mich. Okay. Was sagt sie eigentlich zum Bett? Bestimmt später erst. Brauche ich gar nicht erst probieren. Ich brauche irgendwie was, um diese Vogelscheuche zu vollenden. Was haben wir denn noch? Gar nichts, ne? Ist noch was in der Tasche? Nichts Nützliches mehr drin. Alter Kram. Hier war aber auch nichts mehr, ne? Die sind... Nee. Kannst du den Schrank irgendwie zumachen? Hm. Schranktür schließen. Weil dann wird sie auch nicht erschreckt und so. Kannst du nicht ins Gästezimmer gehen? Doch, kann sie. Oh, okay. Hey. Nicht erschrecken wegen irgendwas. Nicht erschrecken. Da ist ein Teddy. Ich dachte, ich hätte es weggetan. Verdammtes Ding, ich wünschte, es würde einfach verschwinden, aber es ist hier und erinnert mich an die Vergangenheit. Oh nein, jetzt geht's ihr richtig schlecht. Es darf ihr nicht noch schlechter gehen. Pack das Ding mal weg, wenn es dich stört. Mach das Fenster zu. Darf kein Shirt, das brauchen wir. Genau, sowas habe ich gesucht. Nimm das Shirt. So, und dann geh zurück. Und bitte keinen Nervenzusammenbruch bekommen.
Alles ist gut, Susan, alles ist gut. Wir kriegen das hin zusammen. So, Balkontür. Rausgehen. Shirt. Benutzen. Perfekt. So, und jetzt verschwinde, du Krähe. Ist doch nicht dein Ernst, dass da noch was fehlt. Guck mal, dann bringen wir dich dahin und jetzt hast du Angst, dahin zu gehen. Ja. That's right. And don't ever come back, you horrible creature. Miss Scarecrow here is going to guard this home from the likes of you. Yay. Jetzt nochmal Kaffee trinken. So, jetzt kommen die Zigaretten. Und Kaffee. Ich als Nichtraucherin kann das ja immer nicht ganz nachvollziehen, warum man eine Zigarette zu einem Kaffee braucht, aber... I'm back in my old life. Okay. But how can I restore what's been broken for years? So far nothing seems to go right. Every little thing is against me. Maybe it's my destiny to lose after all. And now those parasites? Like if it wasn't enough. But I killed Dr. X, and I saved somebody's life. That felt good. It's getting late. I should summon the cats now. I want to see them tonight. Ah, hier geht's schon viel besser. Das freut mich total, dass wir das geschafft haben. Sehr schön. Und den doofen Vogel haben wir auch verscheucht. Bist du fertig? Gut. Und natürlich lässt du deine Tasse wieder da stehen. Standing by the river, I close my eyes. One jump, and I'm there. No. Someone jumped after me. He will never be my friend. Die Katzen kommen immer, wenn ich Klavier spiele. Es ist echt spät, aber interessiert mich das wirklich? Nö. Katzen herbeirufen. Oh ja, darauf freue ich mich auch schon die ganze Zeit. Klavier spielen. Müssen wir jetzt was Bestimmtes spielen? Ich hoffe nicht. Hören die das besser, wenn die Fenster offen wären? Nee, tatsächlich, die kommen. Das ist ja geil. My darlings, I've missed you. Na, das ist ja toll. And who's that? Teacup. I bet you thought you'd never see me again. Well, make yourselves at home. Dinner is ready to be served. Das ist ja toll. Die Katzen sind da. Oh, ist das schön. So, wir müssen aber mal kurz die Schüsseln von draußen holen. Die nehmen wir uns mal. Die sind für meine Katzen. Futter rausstellen. Ach, die sollen jetzt hier essen, oder wie? Wie, wenn ihr meint. Katzenfutter benutzen. Come on, everybody. Gather around. It's time for dinner. Ah,
an. Susan geht's auch richtig gut langsam. Ist nicht schön. Untersuchen. Ja, okay. Also sind die Katzen da. Und wir könnten ja ins Bett gehen. Die bleiben anscheinend jetzt hier draußen und fressen oder so. Ah. You never eat my food, Teacup. Already had your dinner, have you? No, I get it. I know. You're a good friend. The best friend I have, really. The only friend in the whole fucking world. You come over to keep me company and want nothing in return. I appreciate it. You should know. If you could know what I've been through lately. I've been to hell and back, my boy. But I'm here now. In my flat. Alive. And it's still the same mess that it's always been. I'm not sure how to deal with all this anymore. Don't know if I can. I wish I could be like you. At peace with the world. Always smiling. Someone's at the door. But who could it be so late at night? Am Anfang dachte ich ja, dass die Katze hier auf dem Klavier ihre Katze ist, die sich einfach nur nicht bewegt hat. Aber wer da jetzt klopft, das sehen wir im nächsten Part von The Cat Lady. Ich will es echt wissen. Hab ein bisschen Schiss. Und ich hoffe, sie wird nicht erschreckt, denn unsere rote Leiste ist echt ziemlich voll. Und uns fehlt noch ein bisschen Grün, damit es ihr richtig gut geht. Ich hoffe also, dass es ein positiver und kein negativer Besuch sein wird. Denn bis jetzt geht es Susan ja immer noch gerade halbwegs gut, sodass sie jetzt eigentlich bald schlafen gehen könnte. Und ich hoffe, es wird nicht versaut. Also, drückt Susan die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.